vereinbar sind, dass es trotzdem noch einzelne Vorfälle gibt, die dafür sprechen, dass du das Ziel nicht erreicht. Aber es scheitern wirklich, wenn man sein abschließendes Ziel nicht erreicht, oder es scheitern nicht viel eher, wenn man stehen bleibt oder sich zurückbewegt. Wir denken auf der Oppositionsseite, dass die Funktion der UN, so wie sie im Moment ist, extrem wichtig ist, dass die UN sehr viel dafür sorgt, dass eben gerade Dinge nicht mehr eskalieren, dass es gerade eben nicht zu größeren Kriegen kommt, dass es gerade eben nicht dazu kommt, dass Staaten in eine staatliche Anarchie verfallen, übereinander herfallen, und dass wir deswegen die UN brauchen in der Gegenwart, in der kurzfristigen Zukunft und auch in der langfristigen Zukunft, und dass sie auch jetzt eine Funktion erfüllt. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass es natürlich so eine Asymmetrie der Beispiele gibt. Ne? Immer wenn was Schlechtes passiert, sagt man, UN funktioniert nicht. Aber immer wenn nichts passiert, ist es schwer zu sagen, warum nichts passiert. Ne? Immer schwer zu sagen, warum es jetzt nicht noch größer geknallt hat. Und ich denke, dass die Beispiele, die du hier gebracht hast, zum Beispiel von Syrien, wo man sich überlegen kann, was wäre denn passiert, wenn wir keine UN hätten? Wenn wir in Konflikten, wo es zwei große Gruppen gibt, die gegeneinander stehen, wenn die sich nicht durch ein Veto davon abhalten können, dort direkt und offiziell einzumischen. Ich denke, was wir häufig verhindern, ist tatsächlich größere Stellvertreterkriege. Dass sie eben ganz offiziell zum Beispiel in Syrien das unterstützen würden. Dass sie eben nicht versuchen müssen, das so weit wie möglich zu vertuschen. Dass wir natürlich nicht die Möglichkeit haben, das hundertprozentig zu unterstützen. Wenn wir gerade in den wichtigen, großen Akteuren Lager haben, dann ist es doch wichtig, dass die an dieser Stelle nicht einfach alleine agieren können, möglicherweise gegeneinander, sondern dass sie sich gegenseitig davon abhalten können, zu handeln. Und manchmal führt das dazu, dass wir dann schlechte Situationen haben. Aber wäre es nicht viel schlechter, wenn diese Situation so ausgehen würde, dass wir hier Einzelstaaten haben oder Gruppen von Staaten? Und genau das ist der Grundgedanke der UN. Warum haben sich Nationen überhaupt zusammengeschlossen? Das Problem, was man hatte, ist, dass eigentlich Staaten ja absolute Souveränität haben. Und wenn ein Staat einen anderen Staat angreifen möchte, dann hat er das in der Vergangenheit einfach getan. Und man hat sich festgestellt, das führt dazu, dass viele Staaten das auch einfach mal machen. Und wenn es keine höhere Instanz gibt, die einen dafür auf die Münze hauen kann, dann ist man auch nicht dazu gewillt, das nicht zu tun. Dadurch, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg dann die UN geschaffen haben, hat man genau dieses Recht abgegeben, dieses Recht ausgelagert an eine höhere Instanz. An eine Instanz, die eben entscheiden kann, wann man irgendwo angreifen kann und wann man irgendwo nicht angreifen kann. Und alle eure Beispiele, wo das nicht funktioniert, wo ohne UN-Mandat irgendwo etwas passiert, sind doch gute Beispiele dafür, warum die UN funktioniert und warum es gerade schlecht ist, wenn diese Funktionen ausgehebelt werden. Und die UN ist eben nicht nur ein nicht funktionierender Sicherheitsrat, wie es sagt, sondern die UN überlegt sich, wie können wir langfristig diese Ziele erreichen und wie können wir möglichst auf vielen Wegen diese Ziele erreichen. Dann ist es eben nicht egal, dass du sagst, ja, UNICEF wird es bestimmt weitergehen. Das Problem an dieser Stelle ist, dass die UN, oder das Gute an der UN an dieser Stelle, ist, dass sie eine zentrale Instanz ist, die praktisch die höchste Normgebung auf unserer Welt sein kann und damit eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen kann. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt keine Handelsprobleme sind, sondern wenn kleine Staaten das machen, dann müssen sie immer noch die Repression der Weltgemeinschaft fürchten. Aber wenn Russland in Georgien passiert, dann marschiert uns eben nichts für. Ja, stelle ich mir besser vor als die Situation, wo große Staaten das sowieso machen und kleine Staaten auch. Also, wo ist da der Vorteil, wenn man zumindest kleine Staaten einfach verstehe ich. Vor allem, weil wir ja sehen, dass auch große Staaten sich dadurch, dass sie keine Mandate für sowas haben, eben sehen, dass sie das in Maßen machen. Und immer irgendwie versuchen, noch erklären zu können, warum sie nicht verantwortlich sind und warum sie nicht dieses Problem verursacht haben. Und da kommen wir zurück zu dem Punkt, den ich gerade angefangen habe, nämlich die Normgebung, die stattfindet, dadurch, dass wir diese Institutionen haben. Die UN ist einmalig. Dadurch, dass man, wenn man sich im Wohnzimmer des amerikanischen Präsidenten trifft, eine ganz andere Atmosphäre der Verhandlung hat, als wenn man sagt, es gibt eine Institution, die über allen Nationen steht, in der man kommunizieren kann. Genau deswegen geben wir ja so viel auf die Akzeptanz durch die UN. Wenn sich ein neuer Staat gründet, wo geht er hin? Zur UN und versucht zu erklären, warum sie das Recht dazu haben, ein neuer Staat zu werden. Um eben gerade diese Akzeptanz an dieser Stelle zu kriegen und diese Akzeptanz auch durch alle anderen Länder zu kriegen. Das ist so ähnlich wie eine Währung, die nichts wert ist, wenn niemand an sie glaubt. Das Problem ist, dass bei der UN sehr viele Länder daran glauben und sehr viele Länder daran angewiesen sind, dass es hier diese Möglichkeit gibt, über diese Gremien miteinander zu verhandeln, miteinander zu reden und miteinander auszutauschen an einem Tisch, an einem runden Tisch, wo keiner höher ist als der andere, wie diese Probleme an dieser Stelle möglicherweise gelöst werden können und wie diese Probleme möglicherweise gelöst werden sollen. Vielleicht zwei Ziele. Bei der Neustartgründung ist es wichtig, dass das
von anderen Ländern respektiert und anerkannt ist. Und wenn Palästina von einigen Ländern anerkannt wird, ist das soweit okay, weil irgendwie das nie passiert, weil es da eine Übermacht gibt, zum Beispiel in diesem Fall eben die USA, die sagt nein. Und deswegen ist es für die auch keine legitime Währung, die wollen halt Anerkennung und kriegen sie dann von anderen Ländern, aber nicht bei der UN, das ist das Problem. Ja, wir haben ein Problem, dass wir große Staaten haben, ohne die auf der Welt wirklich wenig funktioniert. Das bedeutet aber nicht, dass die UN als Institution nicht trotzdem einen Mehrwert schafft und auf dem Weg dorthin, eben diese Genozide zum Beispiel zu verhindern, einen wundervollen Schritt. Was die UN nämlich schafft, ist, dass Länder, und das war vorher ungeahnt, ohne Präzedenz, dass Länder zusammenarbeiten, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Ihr wisst vielleicht, oder viele von euch wissen vielleicht, in UN-Mandaten im Sudan und auch in dem vor allem eben zum Beispiel indische Truppen und Truppen aus afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, zusammen eben für ein gemeinsames Ziel, eben für dieses Ziel arbeiten, wo es große Gruppen gibt, große Konflikte, wo die UN schon jetzt eine Rolle spielt, die zu schlichten als neutrale Instanz. Und genau dafür ist es wichtig, an dieser Stelle die UN zu haben. Natürlich wäre es langfristig das Ziel, dass man möglicherweise die USA als eine Art Weltpolizei ersetzen kann. Und natürlich kann es dazu kommen, dass immer noch gewisse Vetomächte gegeneinander agieren. Aber eine Welt, in der man nicht eine Instanz hat, die zumindest noch für alle Länder, die nicht ein Vetomacht haben, diese Konflikte besser lösen kann und auch bei den Vetomächten Kompromisse hervorrufen, statt eben diese komische Lagerbildung, die im Endeffekt zu größeren Konflikten erzeugt. Dafür ist das ein Mehrwert. Ist das ein Mehrwert, immer wenn es eben keinen Krieg gibt, der ein schlechtes Beispiel ist, weil er nicht stattgefunden hat. Aber wir denken, dass eben häufig kein Krieg stattgefunden hat, und dass wir deswegen auf jeden Fall die Institution